Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Andruck, dem Pressetalk auf TV Berlin. Jeden Sonntag diskutiere ich mit Kollegen und Wissenschaftlern über den Gang der Dinge in dieser Woche und in der kommenden Woche. Und die kommende Woche wird nochmal spannend. 7 Tage haben wir es noch bis zur Wahl. Sonntag, 22. Um diese Zeit wissen wir, wie die Farbenspiele ausgegangen sind und wer vielleicht den nächsten Kanzler stellt oder Kanzlerin bleibt. Mal sehen. Darüber will ich heute diskutieren mit Professor Dr. Klaus Schröder von der FU Berlin. Herzlich willkommen. Guten Abend. Sie sind Politikexperte, schreiben schlaue Bücher. Was muss man auch sonst machen als Professor? Und hoffentlich viele schlaue Antworten heute. Rainer Zweigler von der Ostsee-Zeitung, auch Sie herzlich willkommen. Und Karl Dömens von der Frankfurter Rundschau, Berliner Zeitung, die Morgengruppe und noch einen ganzen Schwanz anderer Zeitungen. Die wollen wir hier nicht aufzählen. Auch Sie herzlich willkommen. Sie waren gerade unterwegs in den letzten 3 Tagen mit dem Kandidaten der SPD. Wie heißt er noch? Ich glaube inzwischen, nachdem er den Stinkefinger gezeigt hat, dürfte sich der Name eingeprägt haben. Das war doch ein guter Gag, oder? Naja gut, darüber kann man geteilter Meinung sein. Was denken Sie da darüber? Also ich habe spontan gedacht, ich hätte ihm als sein Pressesprecher davon abgeraten. Aber hat es nicht gepasst. Ja, ja. Aber ich erlebe auch andere Reaktionen. Also ich glaube aber letztlich, es wird die Wahl nicht entscheiden. Aber da er weiß, dass er nicht Kanzler wird, konnte er sich das leisten. Ja, vielleicht wird er ja noch Kanzler. Sie waren ja gerade mit ihm unterwegs. Wie tritt er denn auf? Naja, also jedenfalls, also die Frage, ob er noch Kanzler wird, werden wir wahrscheinlich gleich diskutieren. Aber was schon auffällt, ist, dass er, glaube ich, sich gefunden hat. Er hat seine Rolle wieder gefunden. Also er war ja zwischenzeitlich auf dem Parteikonvent, wo er dann auch den Tränen nah war. Da war er wirklich sichtbar am Tiefpunkt. Ich glaube, es hat ihm auch sehr viel persönlich zugesetzt, dass er in der Öffentlichkeit so anders wahrgenommen wurde, als er sie selber sieht. Man hat ja fast gedacht, der Mann ist zu blöd, um sich die Schuhe noch zuzuschnüren. Und das ist er natürlich nicht. Der ist ja intelligent, kann auch witzig sein und ironisch. Und das spürt man jetzt in dieser letzten Runde des Wahlkampfes. Ich finde, er tritt sehr selbstsicher und auch durchaus ironisch, lustig und unterhaltsam auf. Ich glaube, er will es einfach nochmal wissen. Er will das Beste rausholen. Nutzt es der SPD? Nein, da würde ich widersprechen. Ich habe Steinbrück allein schon wegen seines norddeutschen Slangs immer geschätzt, aber auch seine Inhalte. Und er ist in dieser Kanzlerkandidatenrolle in eine Rolle geschlüpft, die nicht Steinbrück ist. Die hat er jetzt angenommen, jetzt spielt er sie glaubhaft. Anfangs merkte man die Widersprüche. Und ich glaube, das war auch der entscheidende Fehler der SPD, dass sie die Mitte preisgegeben hat, die soziale Mitte preisgegeben hat und dass Steinbrück nicht Steinbrück war. Und jetzt kommt er langsam ins Rollen in seiner neuen Rolle als SPD-Steinbrück und das wird nicht reichen. Aber in der Mitte sitzt doch längst Merkel, die ist doch breit und bräsig. So breit ist sie ja nun auch nicht. Nein, ich meine jetzt politisch breit. Ja. Naja, aber das muss man den politischen Widersacher ja nicht überlassen. Gut, aber was soll er denn machen? Ich habe die Merkel jetzt mal beobachtet. Die hat ja im Grunde alle Themen, die irgendwie wichtig waren, besetzt. Außer den kleinen Themen, so die für sozial Schwache etc. Das ist nicht unbedingt ihr Ding. Aber alles andere hat sie okkupiert. Sie hat sich bei den Mieten klar gemacht. Geklaut von der SPD. Ja, na gut, ist doch aber opportun. Das kann man doch machen. Und wenn sie Wahlkampf macht, macht sie so eine Art unpolitischen Wahlkampf, während der rhetorisch brillante Steinbrück ja richtig auf Themen geht, macht Merkel alles nicht. Die lässt das alles außen vor. Das ist so Watte. Und offensichtlich sind viele Wähler bereit, ihr das abzunehmen und sich einwickeln zu lassen. Aber ich glaube, auch Ihre These, Herr Professor Schröder, stimmt nicht. Also ich hätte Ihnen vor vielleicht 2 Monaten noch recht gegeben, dass er sich selber verstellt, dass er sozusagen versucht, der Partei zu genügen und dass das nicht authentisch rüberkommt. Aber wenn Sie ihn gerade in den letzten Wochen, und da glaube ich, ist wirklich dieser Parteikonvent, bei dem er diesen beinahe Zusammenbruch hatte, das ist schon so ein Kulminationspunkt für ihn auch gewesen. Und er lässt jetzt zunehmend mehr auch den alten Steinbrück wieder raus. Ich meine, die Geschichte mit dem Stinkefinger ist, das ist ganz klar nicht auf dem Mist irgendeines SPD-Strategen gewachsen. Ja, aber auch inhaltlich, er distanziert sich ein Stückchen von der Rücknahme der Rente mit 67, hat gesagt, das ist nicht in seinem 100-Tage-Programm drin. Er hat weitere Punkte bei der Vermögenssteuer, wo er immer gesagt hat, also das müssen wir erstmal prüfen, das werden wir auf jeden Fall nicht so machen. Ja, dass aber das bekommt ja keiner mehr mit. Sozusagen diese Feinheiten, die ja richtig sind, dass bei der Vermögenssteuer nicht das Betriebsvermögen angetastet werden darf und so weiter. Nochmal, es sind 2 Ebenen. Frau Merkel ist Kanzlerin schon längere Zeit. Sie spielt die Rolle ganz gut. Deutschland ist gut durch die Krise gekommen, sogar sehr gut. Sie hat es nicht mehr nötig, Themen zu setzen. Und die anderen Themen hat sie okkupiert. Steinbrück aber muss Themen besetzen. Er muss angreifen. Das muss er. Und jetzt mit dem TV-Duell Stinkefinger. Aber er kommt damit wissen ja nicht an, oder? Das ist ja, doch, er kommt das doch damit ist ja unter dem Motto, du hast keine Chance, aber nutze sie. Er muss jetzt ja alles machen, um noch was rauszuholen. Das ist ja wie Schröder beim vorletzten Wahlkampf. Also
Es wird nicht reichen. Aber Herr Zweiter hat ja recht, er kommt damit nicht an. Nicht? Steinbrück macht aber eins, er versucht jetzt seine eigenen Leute wieder an die Wahlurnen zu bekommen. Das ist schon viel. Und Stinkefinger und alles, was kommt, glaube ich, schadet ihm in der Hinsicht überhaupt nicht. Im Gegenteil, die sagen, gut, ist er. Ja. Das ist ein Kerl. Das ist authentisch. So wie das der, Kohl, wie der, ne? Kohl damals auf dem Marktplatz von Halle den einen Eierwerfer da ein paar hinter die Ohren hauen wollte. Da sagen Leute, okay, das ist er. Das kommt wahrscheinlich holt auch noch ein bisschen was auf. Nein, das ist nicht Wahlentscheidung. Aber wie gesagt, aber nun 26 oder 29, die 30 werden sie nicht knacken. Ich gebe Ihnen ja recht, egal, was jetzt noch passiert, er kann auch mit zwei Händen das machen. 30 werden sie nicht knacken. Und das bedeutet, Rot-Grün brauchen wir gar nicht diskutieren, wird nicht kommen. Gut, aber festzuhalten ist, dass seit dem TV-Duell er überhaupt mal wieder wahrgenommen wird, auf Augenhöhe von Merkel, dass er das TV-Duell nach Meinung der meisten Beobachter gewonnen hat. Und dass er überhaupt jetzt wieder in die Offensive kommt. Das wäre vor ein paar Wochen undenkbar gewesen. Bei solchen TV-Duells ist es ja immer, wenn sie besser sind als die Erwartungen, haben sie schon gewonnen. Aber er hat natürlich nicht so brilliert, dass man sagen könnte, der muss es sein. Das hätte er machen müssen. Er hätte sozusagen er hätte den Knockout setzen müssen. Und das hat er nicht geschafft. Merkel ist über die Runden gekommen. Das gibt 1-2 Prozentpunkte für die SPD, mehr aber auch nicht. Da gebe ich Ihnen ja recht, aber hat eins geschafft. Er hat wahrscheinlich die Machtoption Schwarz-Gelb erstmal ins Wanken gebracht, wahrscheinlich sogar völlig unter die Räder gebracht. Wir sehen ja jetzt, sie liegen etwa gleich auf, diese beiden Lager, Rot-Rot-Grün und Schwarz-Gelb auf der anderen Seite. Das hätten wir noch vor ein paar Wochen, war ja fast klar, die Merkel macht es nochmal mit der FDP. Ja, aber es waren immer nur 1-2 Prozentpunkte. Gut, okay, aber wir hätten doch nicht... Beim Pleitenpeer hätten wir doch gedacht, der geht irgendwo baden mit 22, 23 Prozent, so wie der Steinmeier vor 4 Jahren. Er ist zumindest etwas raus aus diesem Tal. Vielleicht zwingt der Merkel in eine andere Konstellation, zu einer großen Koalition, zu was auch immer. Aber vielleicht wird es nicht zu Schwarz-Gelb reichen. Das ist ja für Merkel neu. Sie muss sich ja dann umorientieren. Ich glaube, wir schauen ohnehin zu sehr auf dieses Verhältnis zwischen CDU und SPD. Entscheidend ist doch, wie die SPD es schafft, die unentschiedenen Wähler und die frustriert sind, die sie beim vorletzten Mal gewählt haben, beim letzten Mal nicht mehr, ob sie schafft, die zu mobilisieren. Und da, glaube ich, ist ganz wichtig, ob er von vornherein als ein Verlierertyp dasteht oder ob er jetzt zumindest wieder in der Offensive ist. Nochmal, die Steinbrück, Gysi und Trittin konkurrieren um das gleiche Wählerklientel. Das ist das Problem für die. Was er den Grünen wegnimmt, was er der Linken wegnimmt, sozusagen, das fehlt dann ja in der Summe. Und das ist der zentrale Fehler, nochmal, dass Steinbrück nicht Steinbrück ist, meine ich inhaltlich. Hätte die SPD weiter zur Mitte hin Themen besetzt, auch gegen Merkel besetzt, dann hätte sie eine größere Chance, ein größeres Potenzial gehabt. Während die Union und die FDP sind inhaltlich breiter aufgestellt als die drei linken Parteien. Und aber wenn Herr ich Wahlstratege gewesen wäre, hätte ich denen empfohlen, den Grünen nicht sozusagen wie eine bessere Linke aufzutreten, sondern ihre ureigenen Themen zu nehmen. Die soziale Gerechtigkeit ist ja ihre eigene Klientel, die da bluten muss für diesen Wahlslogan. Die müssen ja gar nicht bluten, das ist ja verrückt. Nein, bluten müssten. Aber Herr Professor Schröder, das, was Sie gesagt haben, ist doch die Frage, wo kann die SPD denn zur Mitte gehen? Die SPD ist doch gar nicht Mitte, die SPD will doch links sein. Wie soll denn das gehen? Nein, sie will nicht links sein. Die SPD ist ja in sich gespalten. Sie hat ja sehr viele Kräfte, pragmatische Kräfte, die sich nicht als links im klassischen Sinne wie die PDS und Teile der Grünen verstehen. Sondern es sind das, was Blair und Schröder mit Ö damals gemacht haben. Das war ja richtig. Sie sind eingebrochen in die Mitte, positiv eingebrochen, nicht nach aber unten gebrochen. Aber da sitzt jetzt Frau Merkel. Ja, aber da muss man das attackieren. Aber wie will man mit den gleichen Themen Frau Merkel attackieren? Frau Merkel hat es ja umgekehrt auch gemacht. Entschuldigen Sie, also da sind doch Wahlstrategen. Aber die müssen sich doch überlegen, wie schaffen wir ein möglichst großes Potenzial zur Ablösung dieser Regierung. Alle Umfragen das haben sagen, sie dass, nicht vermocht. Alle Umfragen sagen, dass die SPD die richtigen Themen hat. Wenn sie die Umfragen sich angucken, was bewegt die Leute, Mieten, Mindestlohn und so weiter, das sind die Themen, die die SPD hat. Sie kann es nur offenbar nicht genügend umsetzen. Ja. Warum, Herr Zweigler, die kommt SPD das denn nicht doch, an mit diesen Themen? Die SPD hat doch so eine Art Agendaschock hinter sich. Deshalb würde ich ein bisschen widersprechen. Die haben ja... Der ist ja erst gekommen mit der Agenda nach 2002, nachdem er ganz knapp die Wahl gewonnen hat gegen den Stoiber. Und dann hat er gesagt, jetzt müssen wir was machen, weil die SPD immer weiter nach unten ging. Und dann hat er im Grunde diese relativ radikalen Arbeitsmarktreformen durchgezogen, Agenda, was alles dazu kam. Dann kam Rente mit 67, die war später unter der Großen Koalition. Das hat der SPD ja furchtbar wehgetan. Deshalb ist der Schwenk ja völlig richtig. Jetzt gehen wir mal auf diese Kernkompetenzen, wir kümmern uns soziale Gerechtigkeit und, wir kümmern uns um Mieter und. Das, was die bisher... etwas vernachlässigt hatten. Die haben dort, da ist wahrscheinlich auch eine Mehrheit zu haben, sondern die Frage, wie man es vermittelt, ob man die Inhalte überhaupt ankommt. Ich sage ja immer, das ist überhaupt kein inhaltlicher Wahlkampf, den wir im Moment haben. Ja. Das ist so ein Stimmungswahlkampf, geführter Wahlkampf. Die Masse der Leute denkt ja anders. Die denken mit Schwarz-Gelb und vor allen Dingen mit Merkel, wissen wir, was wir haben und was kommen wird.
mit einem Wechsel, wie auch immer, wissen wir nicht. Da ist eine Unsicherheit da. Na gut, dann kann die SPD machen, was sie will. Nein, mit dem Argument. Nein, sie hätte schon sozusagen mehr zur Mitte hin argumentieren müssen und auch die Steuer und vor allen Dingen die Sozialpläne, die Sozialbeitragspläne, die da, wenn Sie sich das mal anschauen, wir diskutieren immer über die Steuer. Das ist bei den Grünen nur, die ja, SPD will die Sozialbeiträge. Die SPD auch, die Familiensplitting will sie das bestehen, ja. Ne, aber die neuen, man hätte das viel offener lassen können und sagen können, wir schauen uns an, was ist machbar, was ist nicht machbar. Und selbst bei den Steuern, ich muss Ihnen sagen, bei den Steuerplänen, ich bin wahrlich kein Freund der Linken, aber die hat den richtigen Ansatz, nur die oberen 1% zu belasten. Sehr stark, ich finde zu stark. So, während die anderen ja schon die 10%, 12%, 15% erwischen wollen. Und da ist dann der Argwohn da, dass die Grünen meinen Sie jetzt ganz ja, besonders. Ja, die Grünen, doch gegen die Grünen was Sie sagen. In Koalition mit der SPD. Hm. Aber das können Sie der SPD doch nicht vorwerfen, dass die Grünen an... Es geht ja hier nicht um SPD-Schelte oder Lob. Nein, aber wir reden ja über das Gesamte und über die Lager. Ja, ja. So, aber ich finde, die Lager ist doch auch auf der linken Popanz. Seite ist nicht differenziert genug. Viele sagen sich ja auch, oh Gott, da kann ich gleich... Die haben das ja alles von der Linken geklaut. Sagen sich die im Osten, die ja. Ostdeutschen sagen, das haben die doch, das sagt die Linke doch schon immer. Also drei Viertel der Deutschen sagen, es ist richtig, die Steuern zu erhöhen nach einer neuen Umfrage. Also das sagen sie immer, weil sie denken, sie sind nicht betroffen. Ja, sind sie auch nicht. Und dennoch, Herr Dürmens, sinken die Grünen ja mächtig ab in der Wählerbunst. Ja. Und darüber werden wir nach der kurzen Werbepause, wir sind ein privater Sender, wir müssen ein bisschen Geld verdienen, weiter diskutieren mit Professor Dr. Klaus Schröder von der FU, Karl Dürmens von der Frankfurter Rundschau und Berliner Zeitung und von der Ostsee-Zeitung Rainer Zweigler. Bleiben Sie also dran. Es gibt noch 7 Tage und wenn Sie noch unentschlossen sind, hören Sie genau zu bei uns. Vielleicht machen Sie denn das Kreuz an der richtigen Stelle, wo immer das ist. Bis gleich nach der Pause.